Es geht jetzt auch darum, der nächste Vortrag wird nämlich ganz schön sportlich. Das heißt jetzt nicht, dass Sie irgendwelche Übungen mitturnen müssen. Sie werden sich auch fragen, was hat denn jetzt sportlich sein mit Digitalisierung und Siemens zu tun? Lassen Sie sich überraschen und begrüßen Sie mit mir einen der Verantwortlichen für Digitalisierung in der Antriebstechnik, Dr. Christian Mundo. Ja, danke schön, Christine. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt werden Sie sich natürlich fragen, was hat Antriebstechnik denn bitte schön mit Fitness zu tun? Wer von Ihnen hat denn eine solche Fitnessuhr? Und warum? Beim Joggen. Ja, viele Menschen verwenden solche Fitnessuhren oder Sportuhren beim Sport, um ihren Körper zu überwachen, ihre Fitness zu überwachen. Und ich muss sagen, ich verwende auch eine und ich finde es richtig toll. Also beim Sport zum Beispiel sagt es mir, wie weit ich gelaufen bin, beim Fußball, wie viele Kalorien ich verbraucht habe, wie hoch mein Pulsschlag ist natürlich. Aber sie warnt mich auch, wenn ich beispielsweise mich sportlich überlaste. Ja, und warum tun wir das? Weil unsere Gesundheit, unsere Fitness für uns natürlich sehr, sehr wertvoll ist. Ja, und überlegen Sie mal, wie ist es mit Ihren Motoren, Ihren Antriebssystemen in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Fabrik? Sind das nicht auch ganz wertvolle Assets? Wie überwachen Sie die? Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten ein System, mit dem Sie überall, wo immer Sie sind, den Zustand Ihrer Motoren überwachen könnten. Auf Knopfdruck. Simotics IQ, das neue Motorenkonzept von Siemens, das innovative IoT-Motorenkonzept von Siemens, bietet Ihnen diese Möglichkeit. Simotics IQ ist der Fitness-Tracker für Ihre Motoren. Nun, wie machen wir das? Wir starten unsere Niederschwangsmotoren, die Simotics SD Next Generation, in Zukunft mit einer kleinen Sensorbox aus. Sie wissen, typischerweise haben Niederschwangsmotoren überhaupt keine Sensorik verbaut. Diese kleine Sensorbox misst den Betriebszustand, den Fitnesszustand Ihres Motors. Und gemeinsam Motor mit dieser Connect-Box nennen wir dann IQ Ready. Der Motor ist ready für das Monitoring in unserem neuen System. Die Daten werden nach Mainz 4 übertragen, unserem IoT-Cloud-System, und in Mainz 4 dann analysiert mit entsprechenden Mind-Apps. Ja, und dieses ganze Konzept, das nennen wir Simotics IQ. Sie sehen, der Fitness-Tracker für Ihre Niederspannungsmotoren, das ist diese kleine Connector-Box, die am Motor verbaut wird, völlig autark. Sie brauchen keine Verkabelung, keine internen Sensoriken sind dafür notwendig. Einfach nur diese Box, die kann ganz einfach und simpel verbunden werden mit einem WLAN-Netz und ist dann sozusagen ein IoT-Bestandteil Ihrer Fabrik. Was steht nun im Einzelnen dahinter? Nun, in dieser kleinen Sensorbox sind alle Sensoriken verbaut, die notwendig sind, um den Betriebszustand des Motors zu messen. Zum Beispiel Vibrationssensoren sind eingebaut, Temperatursensoren sind eingebaut, die also den mechanischen und den Temperaturzustand des Motors erfassen und modellieren. Wichtig ist dabei, wir messen die Temperaturen in dieser kleinen Box, autark vom Motor, aber modellieren die interne Temperatur im Motor. Zusätzlich messen wir auch das magnetische Feld und damit können wir natürlich auf den Leistungszustand des Motors dann rückschließen. Auf den Leistungspunkt, auf die Drehzahl beispielsweise, auf den Effizienzpunkt. Das ist ein neuer, ganz neuartiger Sensor, den wir dafür entwickelt haben und den wir hier in der kleinen Simotics Connect Box zum Einsatz bringen. Wichtig ist dabei auch, durch diese Sensoren können wir natürlich auch eine angetriebene Maschine mit überwachen. Das ist sozusagen unser Nervenzentrum unserer Simotics IQ, unseres Simotics IQ-Konzeptes. Nun, wie geht es weiter? Wir haben ein WLAN-Modul verbaut, das dann ganz einfach diese Box mit einem WLAN-Netz auf dem Shopfloor verbindet. Hierzu ist es einfach nur notwendig, die Routeradresse anzugeben in der Konfiguration.
Dazu gibt es eine kleine App, das macht man über eine Bluetooth-Verbindung. Man gibt nur die WLAN-Adresse, den Routernamen ein und schon ist man verbunden mit dem Internet und damit auch mit der MindSphere. All diese Konnektivitäten sind vorkonfiguriert. Es ist nicht notwendig, dass Sie großartige Einstellungen vornehmen, sondern es ist tatsächlich ganz einfach. Nur eine Routeradresse ist notwendig und schon sind Sie verbunden. Sie sehen, die Idee dahinter steht, Plug and Play, eine ganz einfache Verbindung zu machen und dazu natürlich diese Monitoring-Funktion ganz einfach zu realisieren. Wichtig ist auch, wir haben eine interne Stromversorgung dort realisiert, ein internes Batteriepack, hält etwa 2 bis 3 Jahre, ist auch einfach austauschbar und somit, wie gesagt, vollkommen eine autarke Lösung. Nun, und wie funktioniert das jetzt im Einzelnen? Und das zeige ich Ihnen einfach mal hier an meinem iPad. Sie können sich also im Prinzip diese Funktion an jedem Endgerät, das Sie wollen, anschauen. Sie können ein Tablet verwenden, Sie könnten sogar ein Smartphone verwenden, Sie können ein Notebook verwenden, was immer. Und Sie starten dann im Prinzip mit dieser App und das ist live. Sie sehen, ich gehe jetzt hier gerade rein und schaue mal, was hier verbunden ist. Wir haben jetzt hier 4 verschiedene Motoren verbunden. Die kann ich mir in einer Map anschauen, wo die denn wo so sind. Sie sehen das hier, da gibt es einen in den USA, einen in Europa, oder 2 in Europa und einen in Asien. Sie sehen also, Sie haben auch die Möglichkeit, verteilte Motoren in verschiedenen Anlagen zu sehen und zu vergleichen. Damit können Sie ganz einfach sehen, was tut denn zum Beispiel ein Motor in meiner Anlage in Asien, wie verhält sich ein anderer Motor, den ich in den USA habe. So, wenn ich wieder zurück zu der Liste gehe, sehe ich hier meine Motoren und ich sehe hier auch verschiedene Zustandsdaten und auch ein Merkmal, ob der Motor in Ordnung ist mit diesem Haken oder ein Warnhinweis, falls eine Aktion erforderlich ist. Zusammengefasst sehen Sie das auch in einer KPI-Darstellung. Wir haben hier nur 4 Motoren angeschlossen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben vielleicht 200 Motoren, dann sehen Sie natürlich hier sehr, sehr einfach auf einen Blick, bei welchen Motoren beispielsweise Aktionen erforderlich sind, bei welchen Motoren Maintenance und Monitoring notwendig ist. Und weiterhin ist es möglich, ganz einfach hier auch Filter einzusetzen. Zum Beispiel, ich kann sagen, ich möchte nur die Motoren, die tatsächlich einen Fehler haben, sehen. Oder ich möchte nur die Motoren sehen, die vielleicht in einer bestimmten Anlage stehen. Sehen Sie? Und damit kann man sehr einfach letztendlich die Darstellung anpassen, die man braucht. Gut, ich gehe mal zurück in die Listendarstellung. Und wenn ich jetzt mir mal die Detaildaten eines Motors anschaue, dann komme ich hier zu einer solchen Übersicht. Das zeigt also die Performance, die Zustandsdaten letztendlich in diesem Moment mit der Leistung, die der Motor verbraucht hat und auch die Betriebsstunden. Und wenn ich dann hier in die Logbook-Darstellung gehe, dann sehe ich tatsächlich die Fehlermeldungen. Die Fehlermeldungen oder die Maintenance-Empfehlungen, die notwendig sind. Also beispielsweise hier bei diesem Motor sehen wir, dass es zu hohe Schwingwerte gegeben hat. Und dazu gibt es eine entsprechende Wartungsempfehlung jetzt, was zu tun ist. Und das Schöne ist, Sie können hier einfach einen Comment auch hinterlassen, was zum Beispiel gerade dann gemacht worden ist, um diesen Motor dann online zu halten und welche Wartungsaktionen, Services gemacht worden sind. Und Sie sehen auch weitere Meldungen, zum Beispiel Maintenance-Empfehlungen hier. Gut, und wenn ich jetzt mal in die Detaildarstellung gehe, es kann uns auch interessieren, beispielsweise, wie der Zeitverlauf der Daten gewesen ist, wie hat sich der Motor über der Zeit verhalten, dann sehe ich zum Beispiel hier den Drehzahlverlauf über der Zeit und oder auch beispielsweise die Temperatur oder auch den Schwingungsverlauf. Und hier sehen wir schon, in den letzten Tagen hat es da einen sehr hohen Schwingungspeak gegeben, der über der Zeit angestiegen ist. Also anscheinend sind auch Themen, wo man den mechanischen Zustand des Motors anschauen muss. Gut, und was vielleicht noch interessant ist, auch die Profildaten dieses Motors sind einfach zugänglich und zu sehen. Sie sehen das hier, die Auslegungsdaten sind erkennbar, die Bestellnummer beispielsweise, die Drehzahlen und so weiter, alles, was man braucht und auch Ansprechpartner. Und man kann natürlich auch auf beispielsweise eine Ersatzteilliste hier klicken. Das sieht man hier. Und man kommt dann in die entsprechende Liste der Ersatzteile, die für diesen Motor empfohlen werden. Gut, Sie sehen also, es ist ganz einfach, diese Daten transparent zu sehen. Und
Damit sind Sie mit dieser Lösung ganz einfach am Puls der Zeit, meine Damen und Herren. Es ist ganz einfach, die Performance des Motors zu überwachen und zu optimieren. Es ist ganz einfach, die Verfügbarkeit zu optimieren, indem ich jedem sehr transparent sehe, was zu tun ist. Und es ist sehr einfach, die notwendigen Service-Themen zu planen, Services dann einzuplanen, wenn sie tatsächlich notwendig sind. Also das bringt Ihnen sehr, sehr viele Vorteile. Wir sehen, meine Damen und Herren, mit Simotics IQ können Sie ganz entspannt sein. Simotics IQ kümmert sich um Ihre Motoren, da brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen. Alles ist gut, ein Ruhepuls von 62, das ist auch gut für Ihre Gesundheit und im Übrigen auch mein Ruhepuls, alles gut, wunderbar. Und 62, by the way, das ist unsere Standnummer, wo Sie den Simotics IQ sehen können. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie dort begrüßen dürfte und mit Ihnen über Digitalisierung in der Antriebstechnik diskutieren dürfte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Oh, ja.